hier ein wenig ausbricht, musst du sein. Sonst lässt dich der Gorilla an dein Gangstier nicht nein. Chicaria. Mit der neuen deutschen Welle drückt sich ein ganz spezielles Lebensgefühl der Jugend aus. Man trinkt wieder Sekt auf der Szene. Hippies sind hier schon lange out. Gepflegt ist das Lokal, perfekt gestylt die Gäste. Neue deutsche Welle, neue Ausgehuniform. Abwärts zur neuen deutschen Fröhlichkeit. Hier in einer ehemaligen Schlachterei schaut man vorbei, wenn Nobeldiskos und Cafés mal zu langweilig werden. Alles wird gut, heißt der Laden. Mal ganz was Neues. Die fürs Schlachten so wichtige Blutwanne, die Schlachterhaken und der Fleischwolf geben jedem das angenehme Gefühl, seinen Drink an einem wirklich exklusiven Ort zu nehmen. Keine Atempause, Geschichte wird gemacht, das geht voran. Schöne Aussichten, Kontrastprogramm auf der Szene. Doch ob im Café, im Botanischen Garten, in der Diskothek oder Schlachterei, eines trifft man überall, die neue deutsche Welle. Eitelkeit. Für die meisten Leute ist es eben ein Selbstbewusstsein, was sie sich damit aufbauen. Das ist wichtig, also das Aussehen. Würde ich sagen, für die meisten, ja. Auch in Sios am Eppendorfer Markt, der In-Disco zurzeit, trifft man Punks. Allerdings nur die, die sich ihre Accessoires in Boutiquen holen. Edelpunks also. Ab 1 Uhr morgens ist es hier gerammelt voll. Auch im Sios Hermann Broth, einst Musiker bei Nina Hagen. Man sieht auch seit die ganze Welt in die deutsche Welle glaubt, dass plötzlich sehen die Kneipen besser aus, die Leute sehen besser aus, man glaubt in sich selbst. Das ist pur positiv alles. Ich finde es. Aber Sie sagten eben Chauvinismus, aber den sehe ich gar nicht so positiv. Das ist ja eine sehr eitle Sache, ne? Chauvinismus muss doch sein, Fräulein. Weißt du, ohne Chauvinismus, wie kann man dann gewinnen? Ich bin das Glück dieser Erde. Auch für das Schönheitsmoment.